Hier jetzt die Zusammenfassung der Eindrücke und so ein bisschen was von der Fahrt mit dem IONIQ 5. Das Basismodell, also 170 PS, kleine Batterie inklusive Dynamikpaket. Ich fange mal so ein bisschen mit den negativen Punkten an. Das eine ist die Rücksitzbank. Bei mir haben die Gurte relativ stark geklappert. Sie sind bei der Fahrt entweder durch Kurven oder über Kopfsteinpflaster so in die Position gegangen, dass sie permanent geklappert haben. Ich konnte sie in keine Position bringen, wo sie das nicht getan haben, außer was ich dann getan habe, ins Gurtschloss einzustecken. Vielleicht habe ich mich da ein bisschen blöd angestellt. Das zweite sind die Lenkstockhebel. Die sind mir praktisch bei jeder Bedienung des Touch-Displays im Weg gewesen. Ich bin da tatsächlich immer hängen geblieben. Das finde ich konstruktiv ein bisschen ein Problem. Was mich noch sehr gestört hat, ist die Reflexion der weißen Fahrbahnmarkierungen in dem glänzenden Rückspiegelgehäuse. Das lenkt gerade bei Sonnenschein ziemlich ab, weil man permanent wie so ein Stroboskop im Augenwinkel hat. Vermisst habe ich, kann Bedienungsfehler sein, aber auch vielleicht ein Ausstattungsthema, eine Standklimatisierung. Also viele Elektroautos haben ja die Möglichkeit, entweder per Knopfdruck oder per App die Standklimatisierung einzustellen, also Kühlung oder Heizung per Remote, und das finde ich ein ganz, ganz tolles Leistungsmerkmal. Ich konnte es im IONIQ 5 nicht entdecken und ich kann nur hoffen, dass es drin ist, weil gerade wir erleben es ja jetzt, hohe Außentemperaturen, es ist ein fantastisches Feature. Ohne würde ich heute ein Elektroauto schon hinterfragen, weil das ist einfach, man liebt Komfort, also ich zumindest. Die Übersichtlichkeit ist nach vorne und zu den Seiten okay. Sehr guter Rückspiegel, kann ich schon mal sagen. Nach hinten typisch C-Säule, nicht so gut. Und ich hatte jetzt schönes Wetter. Der fehlende Heckscheibenwischer bei schlechtem Wetter. Ich vermute mal, das sollte man ausprobieren, dass das ein Problem sein kann, weil Heckscheibe braucht man ja trotzdem, um den rückwärtigen Verkehr zu beobachten. Ja, Haptik habe ich ja schon ein bisschen was dazu erzählt. Mir gefällt einfach das Gefühl der Bedienung der Lenkradknöpfe und der Knöpfe in der zentralen Bedieneinheit nicht so richtig gut. Es fehlt mir das Feedback, es piepst mir auf der anderen Seite zu viel. Generell piepst in dem Auto, auch bei Nutzung der Assistenten, doch wieder immer wieder das eine oder andere. Oder wenn man die Heckklappe, die für mich irgendwie nicht immer zuverlässig aufging, ich weiß nicht, ob ich zu nah dran stand etc., aber das denke ich jetzt mal, lag eher an mir, aber trotzdem dieses permanente Gepiepe, was dann auch noch sehr aufdringlich ist, nervt. Und die Haptik der Bedienelemente fand ich nicht gut. Der Bildschirm jedoch war sehr gut. Kurz noch zum Bildschirm. Die meisten Symbole waren ausreichend groß, um sie auch während der Fahrt zuverlässig erreichen zu können. Jedoch, wenn man dann sozusagen das Häuschen-Symbol oben an der Leiste touchen will, die werden dann zu klein. Also die, da fände ich kleine Hinweissymbole in Ordnung. Bediensymbole sollten aus meiner Sicht größer sein. Im Stand kein Problem. Während der Fahrt, da man auch die Hand nicht abstützen kann, aus meiner Sicht nicht optimal. Ja, klappert das Auto oder klappert es nicht, ist schwer zu beurteilen. Also der IONIQ 5 ist einer der ruhigsten Fahrzeuge gewesen. Ich glaube, er hat keine Akustikverglasung. Das merkt man auch beim Fahren. Also man hört gerade aus dem hinteren Bereich die Abrollgeräusche der Reifen. Aber das ist jetzt eine andere Diskussion, sondern hier geht es ums Klappern. Er hatte Geräusche im Fensterrahmen, Fahrer- und Beifahrerseite. Da bin ich mir nicht sicher, ob es an den Gummidichtungen lag, die ja manchmal Geräusche machen, oder ob da tatsächlich was anderes vorlag. Ansonsten hat das Auto nicht geklappert, außer dieses Gurtthema. Das ist jetzt nicht die optimale Konstruktion, dass der Gurt nicht drin bleibt, aber ich glaube, es ist auszuhalten. Zum Fahrwerk. Ich finde das Fahrwerk vollkommen ausreichend. Ein gesunder Kompromiss aus straffem Fahrverhalten,
guter Rückmeldung beim Lenken und trotzdem ausreichenden Komfort. Die Autos sind relativ schwer, die Elektroautos, durch die Batterie. Und da ist es eine Herausforderung, sie so abzustimmen, dass sie nicht hoppeln. Also dieses Fahrgefühl im IONIQ 5 fand ich sehr angenehm. Steigerung wäre aus meiner Sicht dann nur sowas wie Luftfederung oder zumindest adaptive Dämpfer. Aber da muss man sagen, langer Radstand ist positiv für den Komfort und der IONIQ 5 macht hier eine gute Sache. Auch das Lenkverhalten ist gut, mit Ausnahme eines etwas synthetischen Gefühls direkt aus der Mittellage. Also man hält das Lenkrad ruhig und macht kleine Lenkbewegungen. Da fühlt es sich für mich sehr synthetisch an, jammern auf hohem Niveau. Man hat kein Spiel, aber man hat wie so einen Mini-Widerstand, kann an den Assistenten liegen. Die Fahrmodi haben daran nur unwesentlich was verändert. Kurz noch zur Leistung. 170 PS klingt für so ein schweres Auto erstmal verhalten. Also ich sage jetzt mal, ich bin mir jetzt nicht sicher, irgendwie knappe 9 Sekunden, 8,5 von 0 auf 100. Aber das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Das Schöne an den Elektroautos ist ja, wie reagieren sie auf spontane Pedalbewegungen. Und hier muss man sagen, das macht der IONIQ 5 sehr gut. Also selbst im Eco-Modus, klar hat man einen langen Pedalweg, aber die Umsetzung ist sehr spontan. Also man merkt nur eine ganz minimale Verzögerung. Da muss man sich aber schon wirklich sehr drauf konzentrieren. Es wird ein bisschen besser im Normal- und im Sportmodus, aber das Auto hängt sehr gut an der Pedalbewegung und da kommt das richtig schöne EV-Feeling aus. Und 170 PS sind absolut ausreichend. Das Auto ist dynamisch zu bewegen und mehr Leistung braucht man aus meiner Sicht nicht. Mehr Akku kann abhängig vom Einsatzzweck natürlich immer da sein, aber es sind ja auch alles Kostenthemen. Also da muss ich sagen, 170 PS, mehr braucht man nicht. Noch kurz was zum Fahrverhalten, auch zügig gefahrene Kurven kann man sehr sicher durchfahren. ESP greift relativ spät ein. Es ist nicht zu frontlastig gewesen, konnte nur ein paar enge Kurven fahren. Und selbst wenn man dann voll aufs Gas steigt als Hecktriebler, saubere ESP-Regelungen, zumindest ist das mein Gefühl, feinfühlig, also wirklich sehr, sehr sicher abgestimmt. Die Assistenzsysteme konnte ich nicht alle austesten, muss man sich auch ein bisschen dran gewöhnen. Die Bedienung fand ich jetzt nicht eingängig, aber da hilft sicher der Blick in die Anleitung. Ansonsten kann man den IONIQ 5 sehr angenehm fahren, sehr komfortabel. Und da muss ich sagen, haben sie viel gut gemacht. Mich stört halt die Innenraumanmutung, diese Qualitätsanmutung finde ich für ein doch nicht sehr günstiges Auto relativ hoch. Aber das sollte sich jeder selber mehr oder weniger erfahren. Die Sitze fand ich richtig schlecht, weil sie gedrückt haben. Sie sind zu weich, diese Basissitze, dass immer die, ich nenne es jetzt mal Schalen, die unter dem Polster liegen, selbst bei geringsten Beschleunigungen dann schon gedrückt haben in die Seiten, entweder Beine oder Oberkörper. Also da bitte unbedingt eine Probefahrt machen. Ansonsten allen, die das Auto haben, viel Spaß, viel Freude. Ist mit Sicherheit ein schönes Konzept. Die Ladeleistung ist ja auch eine angenehme Sache, wobei man dazu sagen muss, auch hier kleiner Akku, kleine Leistung, großer Akku, große Ladeleistung. Ansonsten danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.